Hi Leute, ich melde mich heute aus einer erneuten Boeing 777, dieses Mal von Cathay Pacific. Und vielleicht könnt ihr der Herkunft entnehmen, wo wir hinfliegen. Es ist heute der letzte Part des ersten Teils von dreien der Weltumrundung, der Weltreise, wie auch immer. Und ich sitze hier in der Cathay Pacific und fliege nach Hongkong. Und damit es nicht so langweilig ist, habe ich gesagt, ich nehme den alten Flughafen. Also ich fliege diese Wahnsinnskurve an. Wenn es nichts wird, tut es mir echt leid, aber dann kann ich es nichts dafür. Es ist eine Boeing 777-300ER. Ich fliege zum ersten Mal mit diesem Flugzeugtypen nach Hongkong. Und deshalb müsst ihr das einsehen. Und wenn ihr es nicht einseht, dann könnt ihr ja den Kanal wechseln. Jetzt vom Video her. Ich bin hier in Singapur und werde jetzt nach Hongkong fliegen. Eiskalt. So. Pushback. Das Cockpit, das Virtuelle ist einfach nur geil. So. Triebwerke sind runtergefahren. Scheiße. Ich habe die Triebwerke ausgemacht. Ja, dann habe ich jetzt einmal neu gestartet. Denn jetzt sind sie gleich wieder an. Ja, das linke, das geht wieder an gerade. So. Also das linke läuft. Das rechte wird jetzt auch angehen. So, schwupps, weg ist das Pushback-Auto aus dem Nichts erstmal. So. Okay, also die Triebwerke laufen beide. Dann kann ich jetzt starten. Ich bin jetzt so ein bisschen ruhiger, weil ich wirklich hoffe, dass ich die Landung gut hinkriege in Hongkong. Es ist dieser schwere Anflug, ist einer der schwersten Anflüge, die ich kenne, überhaupt kenne. Von daher ist das auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber es ist ja nur ein Spiel, also von daher werde ich ganz ruhig sein da. Wenn es in die Hose geht, dann ist halt das Video ein bisschen blöd, aber ihr habt immerhin Spannung. Also wenn ihr das Video von jetzt bis zum Ende anguckt, dann wäre ich euch sehr dankbar. Und das ist wieder dieser allgemeine Bug der 777 hier. Es raucht. Und das ist der zweite Bug. Jetzt muss ich versetzen, sonst wird es ein Scheißvideo. So. Obwohl, durch das Versetzen ist noch blöder. Also, ich habe die Klappen nicht mehr rausgefahren. Mache ich jetzt. Klappen erstmal auf 50. Auf 10 Grad fahre ich die aus. Weil es würde eigentlich auf 8 Grad, aber es gibt kein 8 Grad. Also entweder 5 oder 10. Und 5 ist mir ein bisschen zu wenig, weil ich ja ziemlich viel Speed brauche für die 777. Oh fuck, jetzt fahre ich einmal die ganze Bahn lang. Ich mache ein bisschen Tempo hier. Jetzt seht ihr auch schon, der Wing, der biegt sich nach oben. Das ist, finde ich, so geil an diesem Flugzeug. Wenn du Schub gibst, dann bewegt sich der Wing, also das Wingende, nach oben. Wenn du bremst, so wie ich jetzt, dann seht ihr, es geht wieder nach unten. Ziemlich geile Konstruktion. Wenn man es jetzt vom Tower so sieht, das ist ganz normal, er steht gerade. Wenn du jetzt startest, dann biegt sich das, keine Ahnung, 20 Grad nach oben. Also das ist richtig geil. Also eine Ansehen. Und ich fliege ja im Herbst mit einer Boeing 777.
nach Punta Cana mit Air France. Wird natürlich auch auf YouTube kommen. Dann die Videos. Ich habe 5 Flüge. Also dreimal davon der 777, zweimal Embraer. Da freue ich mich schon drauf, aber es ist ja erst Juli. Ende Juli. Naja. Ich bin immer noch nicht da. Warum habe ich auch diese Bahn genommen? Ich hätte auch die andere nehmen können, aber jetzt drehe ich nicht mehr um. Das Video zieht sich durch diese scheiß Taxiways in die Länge. Hätten sie sich so krüppelhaft gebaut, dann könnte ich jetzt schon starten. Anti-Eis mal aktivieren. Kann ja nie schaden. Auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wofür das im FSX, also im Flugsimulator, nötig ist, weil da eh alles unreal ist. Selbst wenn ich alles auf realistisch stelle, ist es noch unreal. Es ist so unreal wie nichts. Da ist ja FS Flight besser. MS Flight, sorry. Oh, zum Glück, ich kann lenken. Ich kann lenken! So, ich stelle jetzt nochmal kurz den Autopiloten ein, während sich ein echter Pilot Startfreigabe holen würde. Das mache ich nicht, denn das wären ja weitere 2 Minuten meines kostbaren Lebens, die ich nicht auf diese Art verschwenden will. Autopiloten kann ich ruhig einstellen, weil das kann ich auch später machen, und dann werden diese Zeit halt abgeschnitten. So, also, 38.000, nein, der Flugzeugtyp darf nicht so hoch. Oder sollte nicht so hoch, besser gesagt. 32.000 ist völlig okay. Heading, da mache ich mal Navigation halten. Flight Director ist on. GPS. So, warte. Wo waren das hier? Da. GPS, ja. Gut. Und das hier ist on. So. Dann rollen wir auf die Bahn, in der Hoffnung, jetzt zu starten. So, ich drehe. Von außen sieht das alles so unreal aus. Also allgemein, der FSX sieht von außen scheiße aus und von innen vom Cockpit hier, das sieht richtig real aus. So. Halbschub. 75% und 100. Wir haben hier schon eine gute Geschwindigkeit erreicht, um abzuheben. Deshalb mache ich das jetzt auch. Und wie ihr seht, die Flügel... Wow, fuck. Biegen sich nach oben. Oh, was für ein majestätisches Flugzeug. Wenn ich das erstmal so sagen darf. Gear up. Schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Ja. Was macht denn da? Ah, okay, jetzt ist besser. So, Geschwindigkeit halten, 300 erstmal. Geschwindigkeit halten,
Hey! Hallo! Ah, so, Geschwindigkeit halten. Mit dem Flugzeug bin ich echt nicht gut befreundet. Das ist so eine Scheiße. Der Autopilot, wenn ich... Ich habe ja die Höhe drin. Trotzdem macht er das nicht. Das ist doch wohl eine Verarschung. Naja, egal. Ich melde mich nochmal. Ciao. So, also Leute, ich bin jetzt auf Reisehöhe. Da hinten ist irgendwo Singapur. Und ich, ja. Fliege jetzt nach dort, Richtung Hongkong. Das ist lustig. Also ich melde mich dann später noch einmal. Ciao. So, ich befinde mich jetzt auf 40.000 Fuß. Ich habe noch mal ein bisschen erhöht. Und da vorne seht ihr schon die Küste. Und das ist Hongkong. Und daher gehe ich jetzt in Sinkflug. Ich werde erstmal 20.000 Fuß halten. Jahre später hat er da endlich 20.000 eingestellt. Und sinkt ungefähr, ja, mit 2.000. Ich habe nämlich jetzt noch genau 150 Nautical Miles vor mir bis Hongkong. Und ja, dann melde ich mich aus 10.000 Fuß oder so nochmal. Ciao. Ciao. So. Jetzt ist die Spannung sehr groß. Es wird definitiv der schwerste Anflug sein oder der zweitschwerste oder mit der schwerste, den ich haben werde bei der Weltreise. Deshalb ist es jetzt auf jeden Fall ein wichtiger Moment, dass ich das richtig mache. Sie werden in Hongkong ja auf Sicht immer fliegen und ich bin jetzt in Hongkong. Oder fast in Hongkong. Ich bin hier unten, ihr seht es auf dem GPS. Ich bin hier bei dem Flugzeug und fliege im Moment in Richtung des neuen Flughafens, werde kurz vorher aber rechts wegdrehen und dann in die Kurve gehen. Und ja. Ich mache nochmal kurz Pause. Oh Gott. Shenzhen. China Southern. Shenzhen, 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 Shenzhen. Cathay Pacific. Cathay Pacific. China Airlines. Ja, Air Canada. Air Canada. Air Canada. Air New Zealand mit Wingless, das machen wir selten. Die sehen hier ineinander, das ist unreal, unreal, real, 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 das ist alles real. Die Wolken kommen jetzt wieder erst, die müssen sich erst wieder bilden. Oder, ja doch, ja. So, ich werde jetzt leicht eine Rechtskurve fliegen, damit ich nicht zu nah an dem Flughafen bin, an dem neuen. Ah, da ist er ja. Da unten, der neue Flughafen von Hongkong. Und der alte. Ist da hinten.
Über die Stadt muss ich gleich rüberfliegen. Oder nee, doch nicht. Moment mal. Nee, muss ich nicht. Stimmt nicht. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wo der neue Flughafen ist. Der alte. Das muss doch der sein da. Das muss doch so sein. So. Ich werde jetzt drehen. Und werde nochmal speichern unter Welt, damit ich den Anflug öfters machen kann, damit ich üben kann, diesen Anflug. Und ich mache den Autopiloten jetzt aus. Der Autopilot ist aus. Ich fliege das Flugzeug jetzt selbst. Alleine. Richtig. Selbst. Das kann auch gar nicht sein. Ist der wirklich schon da? Gibt's ja nicht. So. Ich gucke jetzt aus dem virtuellen Cockpit. Das kann doch nicht sein. Moment mal. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Doch, das ist wahr. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ist ja voll versetzt. Ist ja voll versetzt. Oh, ich glaube, ich bin falsch reingeflogen. Und deshalb werde ich jetzt noch mal ein bisschen wenigstens korrigieren, weil ich das meiste gar nicht schaffen werde, zu korrigieren. So. Ist jetzt ein Scheißanflug, aber das ist es sowieso. Also der Anflug ist so oder so scheiße. Und es wird keine perfekte Landung, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist, die Landung wird auf jeden Fall spektakulär. Und wenn sie im Meer endet oder ich durchstarten muss, dann ist es halt so. Das nehme ich dann so hin. Ich bin definitiv zu hoch. Muss jetzt noch mal ein bisschen ausgleichen hier. Wenn das scheiße aussieht. Muss noch mal kurz ein bisschen was hochstellen hier. Dicht, dicht, niedrig. Verkehr brauche ich nicht. So. Also, es geht ins Ende und ich muss jetzt viel Risiko eingehen, weil es ist natürlich, ich bin den Anflug kaum geflogen bisher, vielleicht fünfmal, aber das auch immer irgendwie mit Außenansicht. Jetzt fliege ich vom Cockpit. Ich sehe es nicht. Ich sehe die Bahn nämlich nicht, kaum. Und ja, muss mich völlig daran orientieren, wo ich bin. Muss mich sozusagen schätzen, wann ich drehen muss. Weil diese Scheibe, die hier angeblich ist, die ist beim FSX entweder gar nicht oder ich sehe sie nie. Ich weiß auch nicht, wo die ist, ob sie links am Berg oder so ist oder ob die geradeaus irgendwo ist. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Deshalb. Also, es ist auf jeden Fall ein gewagter Anflug. Und man sollte auch nicht zu langsam fliegen, sonst kracht man ins Gebäude rein, dann bringt man tausende Menschen um. Das wäre nicht gut. Also, das ist echt ein lebensgefährlicher Moment jetzt gerade für mich. Auch wenn er nicht lebensgefährlich ist, aber es fühlt sich so an. So kann ich ein bisschen gucken. Oh Gott, ey. Das packe ich doch nicht. Das kann ich doch nicht packen. So, gleich werde ich drehen müssen. Oh Gott, bin ich hoch, verdammte Scheiße, ey. Ich bin so hoch. Oh, verdammte Scheiße.
Scheiße, es ist jetzt schon ein scheiß Anflug. So, ich muss drehen. Wenn das jetzt ein scheiß Anflug ist, starte ich durch und mach's nochmal. Dann wird das Video halt länger als geplant. Ich komme gar nicht so schlecht. Ich kann doch gar nicht so schlecht. Also so schlecht komme ich wirklich nicht. Ich bin etwas zu früh gedreht, weil ich jetzt nochmal drehen muss. Oh, fuck. Okay, das wird doch ein scheiß Anflug. Das wird doch kacke. Denn, ich hätte ein bisschen früher drehen müssen. Fällt mir jetzt plötzlich auf, ich kann nicht drehen. Oh, fuck, ey. Fuck, ey. Und ich muss so schnell wie möglich bremsen, weil ich wollte es jetzt nicht nochmal versuchen. Oh Gott! Ich hab's geschafft. So, hier gibt es keine Gates mehr, deshalb kann ich jetzt auch nirgendwo mehr herfahren, weil der Flughafen ja nicht mehr in Betrieb ist. Ich bin jetzt hier gelandet in Hongkong, habe den drittletzten Taxiway bekommen, obwohl der schon fast am Ende ist. Die Bahn ist aber wirklich nicht kurz, die Bahn ist aber wirklich ziemlich kurz, muss man sagen. Naja. Also auf jeden Fall ein schwerer Anflug gewesen. Ich werde mir jetzt selbst noch mal im Replay angucken. Ja, ich habe die Landung gar nicht so verschissen, wie ich erst gedacht habe. Es war doch noch ganz okay. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.